Herzlich willkommen zurück. Okay, wir hatten hier noch Stein drin, genau. Und wollten das Dach weitermachen. Da war was, genau. Ich hoffe nur, dass unsere Steine noch reichen. Ah, und ich habe eine Motte im Zimmer. Mensch, ich hasse die Viecher. Ist immer so schön, wenn die vor der Lampe rumfliegen und man einfach nur einen Schatten sieht. Schreckt man sich immer ganz kurz. Und ich muss hier mal kurz einen Ticken leiser machen, so. Und dann geht's hier weiter. Ich muss sagen, ich habe heute mal meine Brille auf beim Zocken. Ich bin ja Brillenträger. Und ich habe die meistens nur an der Uni an, wenn irgendwie Beamer angucken auf weite Distanz und so. Aber normalerweise, wenn ich dann nach Hause komme, ziehe ich das Ding ab und vorm Rechner habe ich auch nicht an. Nur nach einer Zeit ist das dann halt anstrengend. Heute habe ich sie jetzt mal nochmal auf und man muss sagen, oh, diese Schärfe. Ich habe nicht so schlimme Augen, aber man merkt doch einen Unterschied. Ja, wir haben jetzt hier noch einen halben Stack. Das könnte noch reichen, wenn wir Glück haben. Dann jetzt hier die Seite fertig. Jetzt muss hier noch entlang und da hoch. Und wir brauchen da oben noch. Das müsste gehen. Das sollte, glaube ich, passen. Während ich warte, dass der Kram schmilzt, können wir schon mal hier noch Sand hier weitermachen. Da fehlt ja doch noch ein kleines bisschen. Und ich muss auch mal schauen, wie ich das hier dann weiterführe mit den Wegen. Habe ich noch die Schere? Ja, habe ich. Ich hier einfach mal noch gerade ein Stückchen wegmache. So. Und hier mache ich vielleicht so. Und mache dann hier den Weg weiter in diese Richtung. Und hier lassen wir. Boah. Machen wir mal zwei Felder. Zwei Felder reichen. Und sagen wir mal, hier führen wir dann den Weg noch weiter entlang. Und dann müssen wir das hier noch gerade so ein bisschen schön zusammenführen. Vielleicht dann auch so. Hier noch einen Ticken mehr. Und dann füllen wir das hier mit Sand auf. Vielleicht das hier auch hier noch eins mehr. Und hier geht es dann einfach weiter entlang. So. Kann man ja alles schon mal machen. Hoch. Ah. Hier ist. Wird nur noch nicht angezeigt. So. Und dann können wir hier auf die Ecke eigentlich nochmal eine Laterne machen. Die direkt hier nebendran, die wollte ich ja sowieso wegmachen. Die ist da ein bisschen fehl am Platz mittlerweile, wenn hier eine steht. Aber die passt dann ganz gut auf die andere Seite. Huch. Dann haben wir Dichter. Und Dichter. Plupp, plupp und schwupp. Jo, sieht gut aus. Wenn dann noch die Erdrampe hier weg ist und wir hier, was ich eigentlich schon mal anfangen könnte, so noch ein bisschen schön gemacht haben. So. Vielleicht auch noch hier und da. Soll ja schon bunt sein. Und dann vielleicht dich hier und dich da. Machen wir einfach hier das Stückchen schon mal schön. So, flupp und flupp.
Es ist hier nicht mehr so kahl. Wunderbar. Gut, Sonne geht unter, das heißt, wir gehen wieder mal schlafen. Die Motte. Geht natürlich noch nicht. Wie weit war denn der Stein? Ist jeden Moment fertig. Haha, die Sonne geht unter. Aber ja, wenn wir hier jetzt noch ein bisschen fertig bauen und die Deko haben und vor allem noch ein paar Bäume pflanzen, das sieht momentan hier halt noch sehr kahl aus, dann haben wir hier wieder eine richtig schöne Ecke. Wieder mit so ein bisschen Platz, wo man dann noch ein paar Blumenkübel und so hinstellen kann, wie ähnlich wie beim Markt. Dann haben wir hier wieder richtig schön. Dann kann man vielleicht hier noch an den Weg gegenüber von der Schmiede nochmal ein Wohnhaus anschließen oder sowas. Dass wir halt hier so ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Cluster haben, wo dann halt mal ein paar mehr Häuser stehen, dann zwischendurch mal ein bisschen Landweg, dass wir hier so ein bisschen natürliches Städtewachstum haben. So. 20 Stück wird, das wird nicht reichen, glaube ich. Vor allem mit oben dem brauchen wir ja dann auch noch. Muss ich noch mal ganz kurz buddeln gehen. Aber das ist mit einem Stack getan. Das wird nicht allzu lange dauern. So. Und wir müssen wieder was essen. Ja. Dumm-di-dumm. Schön auf dem Hausdach Mittagessen. Lecker. So. Ah, das könnte noch aufgehen. Jawohl, ja. Sehr schön. Ist noch oben durch und dann war es das auch schon mit Stein. Autsch. Das war nicht so geplant. 13, 2, 1, nee. Andesit, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Damit können wir leider nichts anfangen. Und ich muss noch Draw machen. Und das hier auch mal noch ein bisschen ausfüllen. Hier drin können wir dann überall in diese Ecken die Drawer machen, wo wir dann die verschiedenen Gesteinsarten lagern. Ich glaube, das ist dann ganz schön. Aber, wir gehen jetzt erstmal buddeln. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir da jetzt als nächstes weitermachen müssen. Wir hatten ja, genau, die Zwischengänge hatten wir gerade in der Mache. Ah, Lava. Hier die Dinger. Genau. Da hinten, wie hatte ich denn das gemacht? Muss mal kurz nochmal gucken mit dem Monster Spawn, so. Aber ich glaube, das ging. Wenn ich jetzt hier das wegmache, haben wir hier ein Problem. Allerdings, wenn ich jetzt hier reinbuddel. Und die Fackel dahin mache, wo sie hin soll, nämlich hier. Dann reicht das. Gut. Alles klar. Wir haben kein Problem. Dann geht es hier einfach weiter. Und dann kommen auch schon die ersten Ressourcen zum Vorschein, die wir nicht mitgenommen hatten. Ah, ist richtig hell. Mit den Fackeln und so weiter hier. Ist richtig schön, wie die Spitzhacke glänzt. Aber der Zaubertisch, der steht jetzt wirklich noch an. Wir haben. Ja, stimmt, genau. Dafür müssen wir einen Nähter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack. Was genau war denn das? War das eine Lohnroute oder so, was wir gebraucht haben? Da muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken. Das interessiert mich gerade. Advanced Enchantment Table. Eye of Ender, Blaze Powder, genau. Und diese Lohn-Dinger, die gibt's, soweit ich weiß, nur in den Festungen. Aber da hatten wir ja direkt eine bei diesem komischen. Ja, bei diesem komischen Netherwäldchen, was wir da gefunden hatten. 1, 2, 3, 1, 2, 3, flupp. Müssen wir dann demnächst mal einen Ausflug starten, wo wir uns das mal genauer angucken.
Und dann, meine Freunde, endlich, endlich, wenn wir noch ein paar Bücherregale gemacht haben, können wir anständig verzaubern. Darauf freue ich mich schon sehr. Oh, hier ist Eisen. Ich habe keinen Platz mehr. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Flupp. Kann ich irgendwas mal schnell wegwerfen? Das braucht ja keiner. Denn das Eisen würde ich doch gerne mitnehmen. Das sieht man hier in diesem Gestein so schlecht. So, aber das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Flupp. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zack. Hier können wir dann irgendwann später weitermachen. Wir haben jetzt zumindest mal genug Stein für den Unterstand. Können wir das fertig machen? Dann machen wir die Ecke da fertig, noch mit ein bisschen Deko. Und dann würde ich, bevor wir das nächste Bauprojekt angehen, das mit dem Nether eventuell machen. Und was auch noch ganz gut wäre, das Pferd holen gehen. Ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die wir noch angehen, bevor das nächste Bauen losgeht. Und bauen, wie gesagt, muss ich mal gucken, die Fischerhütte, falls ich bis dahin weiß, wo ich die Windmühle hinmachen soll, die Windmühle. Aber ja, das schauen wir dann mal. Als erstes werfen wir jetzt noch mal ein bisschen Stein in den Ofen, beziehungsweise machen erstmal noch ein bisschen Stein. Zack. Dann du da und du da. Das kommt weg, das kommt weg. Mal da rein. Ach nee, das bist du. Okay. Und du kommst da rein. Der Rest, was eigentlich nur Gravel und Eisen ist, Gravel kommt hier rein. Flupp. Das Ding kommt woanders hin. Aber das passt dann. So, ich kann das Ding wieder ausmachen. Hallo? F7. Ah, danke. Jo. Moment, mit 3 komme ich nicht weit. So. Und dann so. Wird natürlich nicht reichen, aber können ja schon mal anfangen. Ah, und das Dach natürlich. Generell. Sollten wir vielleicht noch machen. Hehehe. 9 Stück, das ist nicht viel. Da können wir aber noch nachproduzieren. Wir haben ja noch ein bisschen was an Holz. Weiß jetzt gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich glaube, so viel ist das gar nicht. Wobei, ein bisschen mehr als 53 wird es sein. Ah. Ach so, ich hatte ja hier auch noch einen Stack. Dann machen wir das hier und das reicht dann, denke ich. Hopp, 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 hopp. Wir brauchen auch eine normale. Hehe, dann machen wir es doch so. Denn hier kommt einmal das hin. So. Und wie gewohnt das schöne Dach. Dann, dass wir das von innen direkt fertig haben, gehen wir noch hier entlang. Ähnlich wie bei der Schmiede. Nur, dass wir hier keine ekligen Ecken haben, wo es verbuggt ist. Dann die nächste Schicht. Dann noch einmal hier lang. Und dann haben wir es auch schon. Okay, die zwei Sticks da reichen wohl doch nicht, aber sehr viel mehr werden wir nicht brauchen. Zack, wie viel brauchen wir noch hier? 1, 2, 3, 4. Ist nicht so viel. Und ich sehe gerade innen hier mache ich auch noch mal, um die Boxen abzutrennen, noch Cobblestone rein. Da habe ich noch 3. Hey, das ist nicht viel.
Wir brauchen 5. doofe Zahl. So, da noch ein bisschen nachproduzieren, die Dinger noch fertig holen, Cobblestone holen und dann haben wir es aber. Ja. Wobei, nee, 4 reichen. Ich muss ja nur einmal den hier machen. Dann darfst du wieder da rein. Und wir brauchen dich da. Flupp und flupp. Na. So. Dich wollen wir noch. Ah, die Tage sind zu kurz. So. Das sieht doch schon ganz anständig aus. Ah, ja. Noch die restlichen Treppen. 16. Ich glaube, das wird nicht ganz reichen. Aber wir müssen eh gleich erstmal schlafen gehen. Und 1, 2, 3. Und dich da oben noch gerade. Flup, 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 flup. So, wie viel machen wir dann noch? 12 müssten hinhauen, oder? Ich bin ganz, ganz schlecht, sowas einzuschätzen. Ich glaube, das ist zu wenig. Mach mal lieber noch 16 draus und dann passt es hoffentlich. Zack. So. Wir werden es sehen. Och, Zombie, erschreck mich doch nicht so. Stirb doch bitte leise. Ah, nee, die 16 werden auch nicht reichen. Hehe. Und 1, 2, 3, 4. Ah. Nur noch 8 Stück machen. Ui. Autsch. So. Und so. Und dann wird das Dach fertig. Which is very nice. Goodie. Schnell und schmerzlos. Dann kann das Ding hier weg. Ich habe noch von den Karten das Zäunen, ne? Die muss ich ja nochmal holen gehen und muss noch 2 von diesen Karten das Gates machen. Allerdings kommt hier vorne auch noch Deko hin. Das heißt, wir müssen die hier doch noch verarbeiten. Wo, wie mache ich das denn am schönsten? Vielleicht einfach den hier. Dasselbe nochmal hier. Zack, zack, zack. Boah, und hier weiß ich gerade gar nicht. Vielleicht so, so. Jo, ich glaube, so, so ist gut. Allerdings brauchen wir natürlich noch genau eins. Mensch, Mensch. Dann gehen wir noch die Barriers holen und Beleuchtung hier drin fehlt noch, sehe ich gerade. Da machen wir einfach mal zack und zack und zack und zack. Mal kurz mit F7 gucken. Ich sehe kein Gitter. Ist generell kein Gitter. Hier zwischendrin ist komplett sicher. Das ist schön. Ganz wieder weg. Gut. Kommt hier noch Zaun hin, hier noch Zaun hin und dann. Ja, das hier oben sieht so ein bisschen kahl aus. Vielleicht mache ich noch. Ja, das sieht ein bisschen schöner aus. Vielleicht dann noch hier hoch. Ist zwar nicht nötig, aber die unnötigen Details machen es ja erst schön.
So. Jo, das sieht ein bisschen schöner aus, finde ich. Sehr gut. Dann brauchen wir die Kamm-Das-Dinger. Und ansonsten sollten wir eigentlich dann fertig sein. Dann kann ich schon mal Blumen und Blumenkübel mitnehmen. Dann machen wir es hier noch schön. Ach ja. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass YouTube die Qualität von den Videos immer noch ein bisschen runterschraubt. Gerade jetzt, wo ich, wie gesagt, die Brille nochmal auf habe. Ist das so schön mit den Blättern, so die Details. Auf YouTube ist das alles so ein bisschen matschiger. Das ist schade. Ich meine, ich nehme das auch nicht auf Ultra-Qualität auf. Ich meine, ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass die Dateien nicht zu groß werden. Beziehungsweise ich nehme es schon in guter Qualität auf, aber ich rendere es nicht auf Ultra-Ultra-Qualität. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt das noch da hochschraube, dann explodieren einfach die Dateigrößen und das Hochladen und Rendern dauert noch ewig länger. Und das will ich auch nicht. Das sind normale Fences, genau. Die können wir aber schon mal mitnehmen. Ja, und das kann ich einfach nicht machen. Ist ja momentan schon recht knapp. Warum habe ich hier noch 11 Sand drin rumfliegen? Okay, aber das Ding kann weg. Die habe ich mitgenommen, weil ich die ja hier drin lagere. Und eventuell brauche ich da noch welche. Dann, ach, wisst ihr was? Das kann auch hier rein. So, dann kann ich ja jetzt einfach das Baumaterial, was in der Richtung so ist, dann kann ich auch die immer hier reinpacken. Eventuell kann ich auch die immer mitnehmen. Ich meine, die Rucksäcke sind ja, kostet ja nichts. Dann nehme ich schon mal die drei Eimer mit. Ich kippe die noch aus. Denn wir brauchen ja noch Lava für den Ofen. Das kann ich auch mit rumtragen. Die Wolle und das Glas hier. Ist ja auch so, na, Wolle vielleicht nicht so, aber das Glas ist halt auch so Baumaterial. Genauso wie die Reste hiervon. Das kann ich auch mitnehmen. Das da. Wobei, hä, warum hatte ich da noch so viele? Habe ich mich da so verschätzt? Nee, die muss ich nicht komplett mitnehmen. Aber ja, die Clay wegen Blumentöpfen. Ansonsten kann ich die Reste hier eigentlich auch einfach hier reinpacken. Das Eisen lege ich mal hier rein. Das müssen wir ja nicht direkt schmelzen. Da haben wir ja noch ein bisschen was. Die Reste und das hier. Die ganzen Saplings, wobei Oak und dieses Jacaranda werde ich mitnehmen. Also werde ich noch ein paar holen, denn ich wollte ja noch pflanzen. Dann schaue ich noch nach Knochenmehl und hole noch Blumen. Dann kann es losgehen. Dim, 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 dim. Ich gucke hier irgendwie immer in den Ofen rein. Ist furchtbar. Angewohnheit. Ich gehe als erstes mal noch nach Knochen gucken in unseren Fallen. Und wenn wir das gemacht haben, müsste ich die Folge auch so langsam mal beenden. Dann machen wir das Dekorieren das nächste Mal. Ach ja. Im Wald hier haben wir jetzt auch schon viel rumgewerkelt, obwohl das nur der Weg jetzt hier ist und das kleine Hütchen. Muss ich auch noch fertig machen. Die sind schon wieder voll. Fast keine Knochen drin. Ach komm, was soll's? Nehmen wir gerade alles mit. So. Ach, ich habe keinen Platz. Eine Qual, so reich zu sein. So. Halt mal, anstatt dem ganzen Hühnerfleisch so viele Knochen, das wäre so geil. Too much.
Wo? Alter, nur drei Knochen im ganzen Haufen hier. Ich kann es einfach nicht mitnehmen. Ja, dann. Ich kann es auch nicht mehr reinlegen, dann bleibst du halt hier liegen. Nehme ich das noch mit. Und was ich hier halt noch mitnehmen kann. So. Der Rest muss halt leider hier bleiben erstmal. Hey. Hey. Vier Knochen. Ah, sollte für ein, zwei Bäume reichen. Aber jetzt noch schnell mal ins Haus und dann ist aber wirklich Ende hier. Mensch, Mensch. Selbst jetzt, wo ich zwischen 20 und 30 Minuten meistens aufnehme, kommt einem die Folge immer so kurz vor. Ich habe mir das Gefühl, ich krieg nichts geschafft. Ist auch schon voll. Na, Glückwunsch. Aber ja, den Rest machen wir das nächste Mal. Dann wie immer, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.